Sehr geehrter Herr Kantor, kennen Sie den Schachtürken? Das war im 18. Jahrhundert ein Automat, der vorgab, Schach spielen zu können. Man saß einer mechanischen Puppe in Gestalt eines edlen Türken gegenüber, die von einem geheimen Mechanismus betrieben wurde und die durchaus respektabel Schach spielte. Tatsächlich verbarg sich darin ein Mensch, der über eine Mechanik das Schachspiel bediente. Sie sind ein solcher Schachtürke, beziehungsweise der Mensch in der Kiste. Der Schwindel von Huawei, eine KI, habe Schuberts Unvollendete vollendet, indem sie sich die ersten beiden Sätze angehört habe und daraufhin wusste, wie sie weitergehen müsste, wäre ja weiter nicht der Rede wert, wenn er nicht mit Hilfe des beliebten YouTube-Kanals Two Set Violins nicht doch noch ein breiteres Publikum gefunden hätte. Der Fehler, den die beiden YouTuber machen, und soweit ich sehe auch alle anderen Rezensenten der Sinfonie, ist, dass sie die Musik beurteilen, anstatt den Prozess zu hinterfragen. Ihre fragwürdige Komposition wird dann oft genug als unschubertisch abgetan, aber oft genug heißt es auch, immerhin, dass eine KI überhaupt so komponiert. Warum ich davon ausgehe, dass das Ganze ein Schwindel ist? Zunächst mal ist der Prozess äußerst mager dokumentiert. Das erfährt man aus dem Werbevideo von Huawei. First, we created an AI learning model on the Huawei Mate 20 Pro. We use that to analyze the existing first and second movements of Schubert's symphony. The AI then created the melody for the third and fourth movements. Auf der Seite von Huawei ist es noch besser. Da heißt es, das Mate Pro 20 habe sich die ersten beiden Sätze angehört. Was das bei einem Gerät ohne Hörzentrum heißen soll, ist mir vollkommen rätselhaft. Und was das heißen soll, Melodie für den dritten und vierten Satz. In der Marketingabteilung von Huawei gibt es eben nur Leute, die von Musik nicht mehr wissen, als dass sie irgendwie eine Melodie hat. Ihr Anteil an der Komposition wird so beschrieben. We worked with Emmy Award-winning composer Lucas Cantor, whose role was to draw out the good ideas from the AI and fill in the gaps where necessary. Herzlichen Glückwunsch zum Emmy übrigens. Irgendein Programm spuckte also einen Haufen Musik aus dem sie dann gute Ideen auswählten. Das kann alles heißen. Der ganze Ablauf, die Form, die Dramaturgie ist also schon mal nicht Ergebnis der KI. Es gibt offenbar nur Melodievorschläge, unter denen sie dann wählen konnten, was sich dann sinfonisch aufblasen lässt. Man muss demnach davon ausgehen, dass diese Vorschläge keine größere Rolle spielten als das Spiel mit Tonbuchstaben in Schumanns Abegg-Variationen, das BACH in der Kunst der Fuge oder DSCH in der 10. Sinfonie von Schostakowitsch. Vielleicht haben sie auch einem endlosen LSTM-Gedudel zugehört und immer die 3 bis 8 Sekunden herausgepickt, die irgendwie nach zusammenhängender Musik klingen oder ihnen gefielen. Darauf lässt ihre eigene Aussage zu dem Programm schließen. I think AI can only be helpful. It's like having a collaborator sitting right next to you who never gets tired, who never runs out of ideas, who never has an attitude of any kind. It just is there to work and it's there to help. Je mehr man dann über den konkreten Arbeitsprozess erfährt, desto weniger scheint Schubert überhaupt noch von Interesse gewesen zu sein. So äußerten sie sich in einem Interview. Was mich überraschte, war, dass ich anfangs dachte, sie, die KI, würde Melodien hervorbringen, die mehr oder weniger Interpretationen anderer Schubert-Melodien dieser Zeit waren. Und was es hervorbrachte, waren Melodien, die etwas moderner waren, aber nicht außerhalb des Bereichs von 1822. Der Grund dafür, wenn wir zurückgehen und Schuberts andere Sinfonien studieren, ist, dass diese Sinfonie wirklich anders war. Sie ist technisch nicht mit den klassischen Sinfonien dieser Zeit vergleichbar. Mit anderen Worten, wenn es nicht nach Schubert klingt, dann deshalb, weil die KI herausgefunden hat, dass Schubert nicht mehr nach Schubert klingen wollte. Das ist Okkultismus. Was sie dann machten, ist Menschenwerk. Und das Schöne an ihrer Musik ist, dass man das zutiefst menschliche aller kompositorischen Entscheidungen fühlt. Wobei das Menschliche daran auch oft genug menschliche Schwäche ist. Sie beginnen den sogenannten dritten Satz, indem sie den Beginn des ersten mit anderen Melodieverläufen kopieren. Thank you.
Die Behauptung, das hätte ihnen die KI so eingegeben, wäre auch der reinste Okkultismus. Abgesehen davon, dass das eher nach Schostakowitsch als nach Schubert klingt, so tot kann kein Komponist sein, dass er auf eine solch schlechte, dramaturgisch blödsinnige Idee käme. Aber wahrscheinlich wollten sie, dass das Publikum irgendwie merkt, dass es mit Schubert weitergeht. Und da sie von Schuberts Stilistik wenig bis gar nichts verstehen, mussten sie halt diese Struktur kopieren. Was sie dann aneinanderreihen, ist schlechter Tonsatz, basierend auf kurzen Motiven, die ich, das erkenne ich an, jedem Musikprogramm, zum Beispiel Band in a Box, locker zutraue. In misslungenen Fortschreitungen erkennt man aber so richtig die Hausaufgabe des leidlich begabten Studenten, der klassischen Satz in Musiktheorie lernt. Auf die musikalische Qualität des Restes gehe ich hier mal nicht weiter ein. Wenn es Sie interessiert, suchen Sie sich meinen Kommentar zur Gesamteinspielung auf YouTube. Nur so viel, ich glaube da nicht an KI. Dafür ist es auf zu falsche Weise schlecht. Ein paar Stellen verdienen aber doch noch ein paar Worte. Da gehen echt die Pferde mit Ihnen durch. Die Stelle ist gar nicht so schlecht. Schade, dass Huawei es nicht vorgezogen hatte, zu behaupten, ihr Handy hätte eine neue Sibelius-Sinfonie komponiert. Da hätten sie gar keine schlechte Figur gemacht. Aber danach sofort wieder schlechter Delib. Das geht doch gar nicht. Das hier aus dem dritten Satz ist die Lieblingsstelle der YouTube-Kommentatoren. Wirklich schön. So nach Art von John Williams. Die Steigerung davor finde ich allerdings dafür besonders schwach. Jedenfalls hat ihnen das alles nicht die KI eingegeben, nachdem sie sich Schubert angehört hat. Man hört wieder das zutiefst Menschliche. Entweder konnten sie nicht widerstehen, da sie nun mal ein großes Orchester verwenden durften, oder es war das taktische Kalkül, dass man wenigstens das Laienpublikum auf seine Seite ziehen sollte. Letzteres geht auch auf. Da wird viel darüber geschimpft, dass das Ganze nicht nach Schubert klingt. Aber die KI habe ja immerhin etwas komponiert, das an einigen Stellen einem richtig gefallen kann. Und außerdem stehe das Ganze ja noch am Anfang. Wer weiß, was die Zukunft noch bringt. Sogar Two Set Violin, die es immerhin erreicht haben, dass der schnellste Geiger der Welt nicht mehr im Guinness-Buch der Weltrekorde auftaucht, fallen darauf rein, weil sie den Prozess nicht hinterfragen. Jetzt noch die Frage, warum nehme ich das so wichtig? Erstens. Ich werde nicht gerne belogen, vor allem nicht von einem Technikkonzern zu Marketingzwecken. Zweitens. Ich finde es unredlich, wenn man sich mit fachfremdem Publikum gegen Sachverstand verbündet. Das ist Populismus. So funktionieren die Kampagnen von Impfgegnern und letztlich auch von populistischen Politikern. Ich mag das Trö-Wort hier nicht aussprechen. Drittens. Ich finde es alles andere als harmlos, wenn Computerleute KI als kreative Intelligenz verkaufen, die auf dem besten Wege sei, ein Seelenleben zu entwickeln. Damit geben sie eine Autorität vor, die ich mit der herrschenden Priesterkaste im alten Ägypten vergleichen möchte. Sie erscheinen dann als die Befrager jener höheren Macht namens KI und als die Verkünder ihrer Antworten. Und damit wünsche ich Ihnen, dass Ihr Ruf als ernsthafter Komponist wenigstens so viel Schaden nimmt, wie dieser Marketing-Gag von Huawei erfolgreich ist. Und außerdem alles Gute, Ihr Christian Ebertz.